Ey, wenn ich nach Hause komme und hier ist noch nichts gemacht, ja? Dann werde ich echt sauer. Das wäre echt. Das wäre einfach gut, von dir, okay? Okay. Ja. Toni checkt echt nicht, mit wem sie sich hier anlegt, oder? Vielleicht wird es ja doch noch was mit der Casino-Night. Ich habe da nämlich eine Idee, die ganz vielleicht was mit den Stromsicherungen zu tun hat. Die App zu Berlin Tag und Nacht gibt es jetzt auch ohne Werbung. 7 Tage kostenlos testen. Motto Party klingt gut. Ja, oder? Dann brauchen wir nur noch ein passendes Motto. Ich glaube, das wird Ihnen echt gefallen. Ich habe auch schon ein paar Leute eingeladen. Gut, mach so. Warte, Toni. Ich habe schon eine Idee für seine Geburtstagsparty, okay? Ich werde das planen, nicht du. Also kannst du gleich aufhören damit. Nee. Bist du nicht. Doch. Das ist Gesundheit. Nein, Gesundheit. Danke. Nein, das bin ich. Olivia, da hat Dean keinen Bock drauf. Du bist deine Ex-Freundin, okay? Ich krieg das schon hin. Ich habe ein paar gute Ideen. Oh, ich habe ja voll vergessen. Frau Toni weiß ja immer alles besser. Darf ich dich daran erinnern, dass ich mal mit ihm zusammen war? Also kenne ich ihn besser als du. Ja, ich weiß, dass du mal mit ihm zusammen warst. Und genau das ist ja das Problem. Du bist seine Ex-Freundin, da hat er keinen Bock drauf. Ich war auch schon mal mit ihm zusammen. Und abgesehen davon bin ich jetzt seine beste Freundin. Also weiß ich, wie er tickt und ich weiß, was ihm gefällt. Deswegen, ich werde die Party organisieren. Du warst mal mit ihm zusammen, das ist so süß. Weißt du, wann du mit ihm zusammen warst? Da wart ihr Babys. Du hast Dean als Baby kennengelernt und ich habe ihn als Mann kennengelernt. Also brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ich werde diese Geburtstagsparty planen und fertig. Ich brauche gar nicht mit dir diskutieren und nichts fertig. Doch, alles gesagt. Toni, ich werde Bock drauf. Du bist die Ex-Freundin. Sag mal, checkst du das nicht? Der hat gar keinen Bock. Ich kenne dich trotzdem besser als Was? Jetzt ist mal Feierabend, Mann. Von eurer Scheiße kriege ich Kopfschmerzen und Sodbrennen, Alter. Ja, ihr habt wahrscheinlich beide gute Ideen, okay? Fusion! Was? Naja, Fusion! Organisiert das doch beide zusammen! Er kann nicht auf 2 Partys tanzen, okay? Bitte, danke schön. Los, fusioniert euch! Ich pass ihn mit den Fingern. Ja, okay, dann machen wir es zusammen. Ja, ich meine, Live hat recht, sonst muss er nachher entscheiden zwischen beiden Partys. Gute Idee! Was kommt dann nachher nicht zu deiner Party, ne? Oh, wir machen es zusammen, okay. Den halben Tag mit Toni zusammenhocken und Deans Partyplan? Ey, gib mir einen Eimer, weil ich glaube, ich muss kotzen. Okay, was hältst du von Popstars der 2000er? Das wäre doch richtig geil. Dann könnten wir so richtig schrille Outfits anziehen, so, weißt du, so diese hüfttiefen Jeans, darüber noch eine Jeansjacke. Mann, ey, Toni, halt die Fresse! Deine Ideen interessieren den Toten und sind einfach scheiße. Ja, egal, auf jeden Fall 2000er-Motto. Was sagst du? Was hältst du davon? Toni, ich mag jetzt so ungern die Spaßbremse sein, aber ich denke nicht, dass die noch sowas abfährt. Ich habe eine bessere Idee. Okay. Wie wär's mit einer Casino-Night? Das ist doch mal geil. Einen geilen Pokertisch, Smokings, schöne Abendkleider, Whisky, Zigarren. Geile Lounge-Musik. Ich glaube, darauf würde die mehr abfahren. So richtig einen auf Gangster. Also erstmal Whisky und Zigarren sind voll widerlich. Ich glaube, das wird voll langweilig, eine Casino-Night. Wer hat denn darauf Bock? Ich meine, guck mal, dann sitzen alle nur rum und die, die nicht zocken, die sitzen rum und langweilen sich. Das wird dann so eine übelste Sitzveranstaltung. Das ist doch total kacke. Ich glaube echt, dass 2000er viel, viel besser wäre. Ich meine, dann haben wir die richtigen Outfits, würden alle die ganze Zeit dancen. Und ich meine, die Lieder zu der Zeit, die waren echt geil. Also kann das nur gut werden. Jetzt hör mir doch mal zu, du blödes Stück. Ja, okay, Toni. Also, das war ja eigentlich nur ein Tipp von mir, eine Idee. Aber wenn du denkst, dass du Dean besser kennst als ich, dann machen wir deine 2000er-Party. Echt? Ja. Ja, top. Perfekt. Weißt du was? Dann kümmere ich mich um die Getränke und du könntest im Gegenzug hier schon mal ein bisschen dekorieren. Gerne, mache ich. Perfekt. Supi. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Ich weiß einfach, dass Dean auf eine Casino-Night total abgehen würde. Aber was soll's? Toni bekommt meinetwegen recht und ich habe meine Ruhe. Aber ohne Scheiß. Es ist übel schwer, gerade einfach grinsend zu sagen, dass wir machen, was sie will. Olivia, kannst du mal erklären, was du hier machst?
Ich fange schon mal an, mich ready zu machen. Ich muss noch meine Haare machen. Vielleicht mache ich noch meine Nägel. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ja, willst du nicht auch langsam irgendwie was aus dir machen? So dein Gesicht? Du weißt, wo ich gerade war, oder? Das Einzige, was du machen solltest, ist hier dekorieren. Und wie ich sehe, hast du gar nichts gemacht, außer die Kisten rausgeholt. Du hättest deine Zeit viel besser nutzen können. Ey, der Deal war, dass wir gemeinsam diese Party organisieren. Was mache ich? Ich schlepp mir den Arsch ab, bring die Hälfte der Sachen schon nach oben. Die müssen noch in den Kühlschrank und du machst einfach gar nichts. Okay, weißt du was? Im Matrix geht's mir schon sowas von auf den Sack, dass du diesen Boss-Ton raushängen lässt. Aber wir sind hier gerade zu Hause. Okay? Also lass einfach sein. Ich bin nicht deine Sklavin. Das habe ich auch nie behauptet, aber wir haben gesagt, wir machen das zusammen. Und was machst du? Du musst gar nichts. Ja, machen wir ja auch. Ich mach mich nur schon mal schön. Ach, und was hat das für einen Sinn für die Party? Dass ich geil aussehe. Oh mein Gott. Alter. Und das solltest du vielleicht auch mal versuchen. Okay, weißt du was? Ich geh noch mal los. Noch ein paar Sachen einkaufen und die Sackkarre wieder wegbringen, ja? Okay. Wäre super cool, wenn du dann schon mal anfangen könntest zu dekorieren. Ja. Und okay. Die Sachen kannst du in den Kühlschrank. Ja. Mach ich. Ey, wenn ich nach Hause komme und hier ist noch nichts gemacht, ja? Dann werde ich echt sauer. Das wäre echt. Das wäre einfach so zäh von dir, okay? Okay. Ja. Toni checkt echt nicht, mit wem sie sich hier anlegt, oder? Vielleicht wird es ja doch noch was mit der Casino Night. Ich habe da nämlich eine Idee, die ganz vielleicht was mit den Stromsicherungen zu tun hat. I'm a psycho! Ach man, ich bin mir echt sicher, dass Lin diese Überraschung gefallen wird. Das ist voll sein Ding. Auf jeden Fall, also mir gefällt's. Ich möchte auch sowas zu meinem Geburtstag. Ach so? Du hast das verdammt geil gemacht. Dankeschön, ich weiß. Wo ist eigentlich Toni? Also Toni wollte eigentlich nur die Sackkarre wegbringen ins Matrix. Aber keine Ahnung, vielleicht wurde sie aufgehalten von Miller. Oder sie hat vielleicht eine bessere Idee für eine Überraschung, weil sie kennt ja die besser als ich, ne? Ja, aber ich meine, besser als das hier wird schon ein bisschen schwer, Dankeschön. Oder? Dankeschön, danke. Genau das wollte ich sagen. Leute, die versteckt euch. Schick. Ich habe mir vorgestellt, dass wir in dein Geburtstag heute rein feiern. Das habe ich alles organisiert, nur für dich. Okay, Toni hat auch ein bisschen geholfen, aber ich habe das meiste. Mann, los, guck dir das an, Alter. Wir zocken heute. Hier, nimm dir eine Zigarre. Guck dir das an. Zack. Und was zu trinken brauchst du auch. Hast du alles für mich gemacht? Ja. Okay, ich weiß, wir sind zwar nicht mehr zusammen, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem für dich geile Überraschungspartys planen kann, oder? Danke. Ja, rein, hier. Okay. Und für mich. Und anstoßen auf dich. Ah ja, wir stoßen jetzt alle auf Dina. Noch nicht. Warum? Erst ziehe ich mich um. Weil ich will mindestens genauso scharf aussehen wie ihr alle hier. Siehst du doch schon, Broski. Bis gleich. Ich hab gewonnen, ich hab einen Vollautomat. Wieder hat er gewonnen. Die Chips bleiben weniger. Nein, Nino, nimmst du meine Chips? Klar, Boss. Wir waren wieder. Klar, Boss. Wer schummelt? Ich hab wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich zeig dir mal, wie das ist. Das ist echt cool hier. So, ganz ein Pokerzeugs, Zigarren, Whisky. Wie wollt's? Die alle aussehen. Danke. Das ist eine echt nette Geste. Selbstverständlich. Ich weiß ja ganz genau, worauf du stehst. Ja, und deswegen hast du wahrscheinlich auch dieses Kleid angezogen. Du schaust echt gut aus. Danke. Aber ich glaube, dir würde mehr gefallen, was ich drunter anhabe. Findest du nicht auch komisch, dass Toni noch nicht da ist? Hä? Denk doch nicht an Toni. Es geht nur um dich heute. Deswegen solltest du dich auf dich konzentrieren. Ja. Und ich will jetzt einen Drink. Sehr gut. Willst du halt? Ja. Ah? Danke. Gut. Mal einen Drink. Okay. Ey, ich hab den sowas von am Haken. Das spüre ich. Und dieses Kleid erfüllt voll seinen Zweck. Okay, ich muss ihn noch ein bisschen warm bekommen, aber das kriege ich schon hin. Und Toni kann mich mal. Die wird heute so schnell nicht wieder auftauchen. Dafür habe ich gesorgt. Komm schon, Baby. Komm schon. Jetzt Straße! Freu dich nicht zu früh. Straight flush. Haha, ich hab gewonnen! Okay.
was. Neue Runde. Fuck, ja! Neue Runde? Sehr gerne. Sehr gerne. Oh, jetzt mach ich dich fertig, weißt du? Ja, jetzt geh ich all in. Ich geh blind all in. Hab ich nicht, nein. Nein, hab ich nicht. Okay, du gehst blind all in. Hey! Hey! Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich bin im Fahrstuhl stecken geblieben. Was? Ja. Was ist passiert? Frag mich nicht. Der Alarmknopf da ging nicht, mein Handysignal war auch weg. Ja, und dann stand ich mal eben ein paar Stunden im Fahrstuhl, ne? Ja. Würde da, glaube ich, immer noch stehen, wäre ich nicht gekommen. Ich war vorhin noch kurz im Tattoo-Studio, da bin ich wiedergekommen, es ging nicht. So, ich den Hausmeister angerufen, ich sag, ey, was ist denn hier los? Er hat zum Sicherungskasten, da ist die Sicherung rausgeflogen. Er angestellt, ey, voilà, hier sind wir. Aber Gott sei Dank bist du ja jetzt da, wir sind alle vollzählig. Na, wollen wir jetzt weiterspielen, Team? Geht's dir gut? Das ist alles bestimmt voll die Hölle. Ja, alles gut. Ja? Ist wirklich alles in Ordnung, ja. Wie ist die Party? Geil, danke übrigens, ne? Poker Night und so? Ja, das mit der Poker Night, das war nicht meine Idee. Die kam von Olivia. Ich wollte eigentlich ein bisschen was anderes machen. Aber dann bist du ja quasi der rettende Engel, ne? Na, Teamwork hat ja super funktioniert. Ne? Also deswegen würde ich sagen, wir stoßen auf dich an, ne, Dieb? Okay, ich stoße an. Super, machen wir das. Machen wir das. Stoßen wir an. Wir zocken gleich. Ja, aber Digga. Okay, für eine Sekunde habe ich echt gedacht, Toni weiß, dass ich die Sicherung rausgemacht habe. Aber wenn sie davon wüsste, hätte sie doch was gesagt. Egal. Hauptsache, sie hört damit auf, Deans Aufmerksamkeit an sich zu reißen. Dean gehört mir. Oh, Scheiße. Lass mich mal bitte erstmal rausgehen, weil ich muss dir ja nicht zugucken beim Pissen. Oh Gott, bewahre, ey. Interessant. Okay, was geht's? Olivia, ich weiß, warum der Fahrstuhl stecken geblieben ist. Naja, die Sicherung ist ausgegangen. Und jetzt? Die Sicherung, die fliegt nicht einfach von alleine raus. Girl, das ist ein alter Fahrstuhl. Sowas kann schon mal passieren. Kannst du vielleicht einfach mal aufhören mit deinem scheiß Schauspiel? Es wird doch perfekt zu dir passen. Ja, ich meine, du fandest meine Idee für die Party eh scheiße. Und fängst direkt an, hier alles zu organisieren, als wenn du gewusst hättest, dass ich ein bisschen länger brauche, bis ich wieder da bin. Moment mal. Also verdächtigst du mich gerade, dass ich was damit zu tun habe und dass ich den Fahrstuhl sabotiert habe? Passt dir doch eigentlich super in den Kram. Ich meine, so hattest du zumindest einen Teil vom Abend, Dean für dich komplett alleine. Moment mal, Madame. Ja, wenn ich du wäre, würde ich ganz genau aufpassen mit diesen Andeutungen, weil sonst wirst du mich noch mal ganz anders unangenehm kennenlernen, dass wir uns verstanden haben. Achso, by the way, als du die ganze Zeit im Fahrstuhl gechillt hast, hab ich die ganze Scheiße hier organisiert, okay? Und warte, da war ja noch was. Hast du nicht eigentlich so etwas wie einen Freund, der Connor heißt? Also warum sollte ich den ganzen Abend für mich beanspruchen? Muss ich mir Sorgen machen, dass du ihn mir wegnimmst? Olivia, das ist einfach... Weißt du was? Ich habe jetzt gar keine Lust auf schlechte Laune, weil hier geht es nicht um dich oder um mich. Hier geht es um Dean, das ist seine Geburtstagsparty. Also, verkacken wir es nicht. Achso, by the way, du siehst ganz scheiße aus. Du passt gar nicht ins Motto. Zieh dir lieber mal was Ordentliches an. Mach was aus dir. Deine Haare, keine Ahnung. Also, achso, lächeln nicht vergessen. Und das glaube ich... Sagst du immer bitte, was du mit mir machst? Du tauchst in meinem Leben auf und verschwindest gleich wieder. Wir nähern uns an, was da, und dann ist gleich wieder diese Entfernung da. Ich denke, dass Johnny aufgehört hat, dich zu lieben. Seid ihr jetzt ein Pärchen? Ja. Oh, schön! Ernsthaft? Baby. Gloria! Franzi, was machst du denn da mit mir? Ja. Oh. Gibt's Neuigkeiten von dieser Down-Syndrom? Was die Fruchtwasseruntersuchung angeht, die müssen wir halt machen, weil uns rennt die Zeit davon.